Name ist Karl-Ludwig Thiele. Ich bin Bundestagsabgeordneter in Osnabrück. Wir sind auch gerade in Osnabrück. Osnabrück ist die westfälische Stadt Niedersachsens. Hier wurde, wie auch in Münster, der Westfälische Frieden verhandelt, der 1648 geschlossen wurde. Es ist eine wunderschöne historische Stadt, eingebettet in den Teutoburger Wald und das Wiehengebirge. Und südlich vom Wiehengebirge wird im Moment gerade dieses Jahr 2000 Jahre Varusschlacht gedacht. Also ein seltenes Ereignis. Die FDP ist bei ihrer Deutschlandtour derzeit beim Bürger, damit die Bürger der Regierung Zeugnisnoten verteilen können. Denn die Regierung ist noch gut 100 Tage im Amt, dann findet die Bundestagswahl statt. Und davor sollte jede Regierung zunächst Rechenschaft ablegen über das, was sie gemacht hat. Und die Bürger dann entscheiden können, wem sie bei der nächsten Wahl ihr Vertrauen wieder schenken wollen. Und da wünschen wir uns als FDP, dass natürlich möglichst viele Bürger sich für die FDP entscheiden, für Freiheit in Verantwortung. Das ist unser Motto, das ist unser Leitsatz. Und wir wünschen uns, dass sich die Menschen mehr miteinander beschäftigen, mehr füreinander, dass Arbeit sich lohnt und dass der Einzelne in unserer Gesellschaft weiter eine gute Perspektive hat. Dazu, dass das erreicht, dass die Politiker wieder einen Bezug zur Realität bekommen, dann ist die Aktion gut. Ich fand es auch sehr ansprechend, mit dem kleinen Kuchen hier zu werben und mit dem Zeugnis, dass man mal eine Gelegenheit hat, wirklich deutlich zu machen, was man über die Politik im Moment denkt. Ja, diese Aktion von der FDP finde ich also ganz hervorragend, dass man mal die Möglichkeit hat, auch über die Bundespolitik offen zu sprechen und auch entsprechende Noten abzugeben. Es wäre natürlich zusätzlich wünschenswert, wenn diese Noten auch in die Politik Einfluss halten und nicht nur gemacht werden und nachher kommt davon nichts. Da wollen wir mal gucken, ob das in der Nacharbeit entsprechend auch Resonanz finden wird.